Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fahrtest Frontier. Wir sehen hier, wie 12 Plünderer auf unser Dorf zumarschieren und hoffen mal, dass unsere Dorfbewohner das irgendwie gehandelt bekommen. Gott sei Dank greifen die hier über die Jägerseite an. Ich bin gespannt, ob unsere Jäger hier gleich mal eingreifen. Der erste Wachturm ist allerdings erst hier oben. Ich hoffe trotzdem, dass wir mit der Garnison und allem, was dazugehört, hier auf jeden Fall siegreich hervorgehen können. Die sind noch nicht so super stark. Eisen, wie gesagt. Oh, oh. Ja, verbarrikadiert euch mal in eure Häuser. Oh, ich hoffe, das wird was, ne? Wir haben ja auch eine Schatzkammer. Meistens haben die es ja dann immer darauf abgesehen. So, wo ist unsere Garnison hier? Wo sind unsere Wachtürme? Da oben wird einer beschossen schon mal. Das ist schon mal gut. Der hat schon mal was abbekommen. Ja, die treffen nicht. Die sind halt im Betreffen halt leider nicht super gut, ne? Da noch ein bisschen. Vorsicht. Geh ins Haus, meine Güte. Okay, also wenn die alle im Haus sind. Neuer Dorfbewohner geboren. Das ist jetzt auch Gebäude zerstört. Okay, das ist krass. Okay, aber ein paar davon sind auch schon draufgegangen jetzt. Der Händler fährt ja auch ganz gemütlich erstmal wieder weg. Ein Kind ist erwachsen geworden. Ha, die haben hier das Ding kaputt gemacht, glaube ich, ne? Ja, das können wir wieder aufbauen. So, haben wir jetzt alle besiegt? Oder da unten rennt noch einer weg, glaube ich. Elf Plünderer wurden getötet. Ich glaube, einer ist da noch. Ah ja, guck mal, einer rennt hier wieder weg. Der hat es wohl überlebt. Ah, die sind schon ein bisschen besser gerüstet jetzt, ne? Wir müssen mal gucken, dass wir unbedingt in diese neue Stufe reinkommen. Das wird sonst echt haarig. Ja, das sieht aber. Insgesamt sieht das, glaube ich, ja gut aus. Die können sich wieder ein bisschen entspannen. Erstmal, die können wieder arbeiten gehen. Wäre auch wichtig. Bretter, 120 Stück. Ich glaube, ihr könnt mal ein bisschen entspannt machen hier. Folgendes. Große Hitzewelle. Ja, das ist schwierig jetzt mit Gemüse und Obst und so weiter. Sieht aber eigentlich gut aus, ne? So, was sagen unsere Ziegen? Milch wird produziert, die machen Mist. Nahrung für 5 Monate da. Dorf wurde geplündert. Gebäude zerstört. Ja gut, das ist natürlich ein Problem. Ich weiß, dass man auch Mauern bauen kann. Damit haben wir uns auch noch gar nicht beschäftigt. Hier eine Riesenmauer irgendwie drum zu setzen, hätte auch was, aber da müssten wir einiges anders machen. Da müssten wir einiges anders bauen. Also das beste, ich sag mal, das beste Stadtbild ist es hier nicht, ne? Das ist sehr, sehr, sehr homogen gewachsen, aber es ist natürlich jetzt hier nicht so. Ah ja, wir haben jetzt hier, ich sag jetzt mal, stylermäßig hier uns darum gekümmert, immer alles perfekt zu machen. 6 Monate Nahrung gefällt mir allerdings schon gut. Das hatten wir, ich sag mal, so schon länger nicht mehr, aber wenn ich sehe, wie viel Obst wir haben, was jetzt an Gemüse noch da ist, was an Fleisch rein, was an Getreide da ist, die Milch unterstützt das ja ganz gut, habe ich eventuell den Gedanken, jetzt nochmal 2 Häuser zu bauen. Ich würde das mal riskieren, tatsächlich. Wir müssen hier auf jeden Fall erstmal planieren, sehe ich gerade. Sonst können wir hier gar nichts machen. Und dann könnten wir überlegen, nochmal tatsächlich nochmal ein Haus zu bauen. Um auf die 150 zu kommen, damit wir auf das nächste Stadtzentrum kommen können. Im Moment sieht es ja nahrungstechnisch schon wieder ein bisschen besser aus. Für ein halbes Jahr ist es schon gut. Ist nicht ganz perfekt. Gebe ich zu, aber im Endeffekt. So, was ist mit dem Brunnen hier los? 11. Achso, das ist diese Hitzewelle jetzt gewesen, ne? Ah, die war krass.
7, guck mal, das ist doch das, was ich sehen will. Da war kurz die 7 da. Bedeutet, wir sind auf jeden Fall wieder auf einem guten Weg. Das bedeutet, ich würde mir jetzt mal einfach riskieren, 2 weitere Häuser zu setzen. Und diese Straße hier tatsächlich hinter den Häusern lang zu ziehen. Ja, die könnten wir hier anschließen lassen. Dann müssten die aber den Stein hier wegmachen, ne? Aber was können wir machen? Dann hätten wir nämlich hier eine gerade Front und könnten dann nochmal Häuser daneben ziehen. Aber ich würde es erstmal langsam angehen lassen. Also 2 Häuser. Und dann schauen wir mal weiter. Hier können wir, glaube ich, jetzt langsam mal Richtung Herbst ziehen. Sprich, Arbeitsbereich. Wieder auf den Bereich Obstli, also hier Äpfel legen. Und ansonsten sieht das sehr gut aus. Nahrungstechnisch ist gerade Bomben was los. Milch sammeln wir sogar. Fleisch wird auch wieder mehr. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Und wie gesagt, die Hoffnung, dass wir hier bald nochmal... Oh. Ach, jetzt waren die zwischendurch im Stall. Ach, wie cool. Und was haben die da? Haben die da was gegessen oder was haben die da gemacht? Futtervorrat ist da. Guck mal, wie wenig Heu die verbrauchen. Wir könnten wahrscheinlich locker noch einen Kuhstall bauen, aber boah, das kostet ja wieder Geld. Und ich, ja, im Moment sieht es mit goldtechnisch auch nicht besonders rosig aus. Wir müssen eigentlich erstmal auf einen positiven Nenner kommen. Deswegen brauchen wir auch die Häuser. Ist eigentlich noch also noch viel, viel wichtiger, dass wir da weiterkommen. Und Brennholz, ne? Ja, Brennholz ist auch schon ein Faktor. Ja, das war... Das ist jetzt tatsächlich die Katastrophe hier. Das ist unsere Tonmine, ne? Ja, da ist nicht mehr. Da ist kein Ton mehr. Hier, weg. Kein Ton mehr. Können wir, glaube ich, tatsächlich abreißen, das Ding. Das ist richtig bitter. Und wir sollten uns mal auf die Suche geben nach weiteren Tonminen. Und zwar dringend. Das Plündererlager lassen wir da mal weg. Ich würde mal, ich sag mal, hier in der Umgebung gucken. Wolfslager ist ja auch irgendwo. Müssen wir uns auch ein bisschen schauen, dass wir da nicht zu nahe gehen. Vielleicht maximal bis dahin. Und dann können wir vielleicht nochmal hier gucken. Weil wir brauchen dringend weitere Tonminen. So ganz ohne Ton ist schlecht. Auch beim Aufnehmen von Videos. Entschuldigung, der Flachwitz kam unerwartet und er war nicht besonders gut, aber... was soll's. Ja, und wir müssen mal gucken. Das heißt, fast... Also diese Tonminen hier hinten will ich ganz gerne weglassen. Wir schauen einfach mal, was wir da entdecken. Vielleicht entdecken wir irgendwie was. Das Arbeitercamp lassen wir da bestehen. Wer weiß, vielleicht decken wir noch irgendwie die Tonmine auf. Wir warten einfach mal ab. Wir haben ja die Erkundungsdinger gesetzt. Vielleicht kommt da was. Ach krass, und hier kann erstmal nichts passieren, weil die müssen erstmal den ganzen Stein abbauen hier. Okay. Ja gut, Stein haben wir ja auch nicht so viel, also von daher passt es. Ah, guck mal, da wird jetzt schon erkundet. So, hier sind nochmal Pilze. Ist auch nochmal so eine weite Ebene, ne? Vielleicht finden wir nochmal einen See, wer weiß. Boah, guck mal hier, Sumach. Was ist denn Sumach? Das kann man essen, oder? Wo? Ah ja, siehst du, die Wölfe. Ja. Das ist aber ein Wildschwein, oder? So, was ist denn hier? Warte mal, was ist denn... Achso, da haben wir das auch. Ja, Sand. Sand ist aber nicht das, was ich finden möchte.
Ach, guck mal, ein Wildschwein wurde sogar getötet. Haben die Erkunder tatsächlich Waffen? 15 Menschen! Ah! Also ja, grundsätzlich wäre das schon. Oh, das ist schon hart. Aber komm, machen wir. Wir riskieren's. Ich hoffe nicht, dass das unser Untergang wird. Ich hoffe wirklich, dass das gut ausgeht. Also wir wollten hier noch was hinsetzen, ne? 37, 37. Die beiden auf jeden Fall. Besser gesagt, die drei Häuser. Die drei reichen schon, ne? Erstmal. Ach so, eins wird jetzt sogar noch gebaut. Ach, das sind jetzt auch dann, das wären ja schon die fünf, ne, die wir brauchen. Okay. So, was haben wir jetzt entdeckt? Hier können wir noch mal erkunden. Haben wir zufällig. Ja, hier das Wolfsding lassen wir mal weg. Da hinten. Oh, hier ist Ton. Schaut mal. Ne, Haselnusssträucher. Das ist kein Ton. Das ist kein Ton. Nicht das, was ich wollte. Ja, schade. Boah, das ist auch wär richtig mies, wenn das wirklich unsere einzige. Ist das hier Eisen oder was? Tiefes Kohlevorkommen. Scheinbar. Kann nicht sein, dass das unser eigenes, einziges Tonvorkommen, was wir haben, noch dahinter dem Dings sitzt. Das ist ja schon ein bisschen ärgerlich, ne? So, Häuser sind, glaube ich, jetzt alle gleich fertig. Wir machen mal auf einfacher Geschwindigkeit. Wir gucken mal in die Minimap, ob wir nicht eventuell doch nochmal Ton erkennen. Also Ton. Ja, da unten. Das ist die einzige Tonquelle. Ja, das ist das Problem. Eigentlich müssen wir tatsächlich, also um an die Tonquelle zu kommen, was auch kein, es ist ein, das ist schon okay ist Vorkommen, müssten wir hier die Plünderer platt machen. Und dafür brauchen wir wiederum erstmal Soldaten. Und dafür müssen wir Stufe 3 werden. Also, wir haben ein bisschen was vor noch. Ja. Das ist das Wildschwein, glaube ich. Ja. Also, wir können das nicht. Das werden wir nicht ändern können. Doch, da ist Ton. Warte mal. Wir haben Ton gefunden. Ein unendliches Tonvorkommen. Okay, wo ist das? Und warum ist das? Das ist kilometerweit weg, ne? Okay. Das ist doch gut. Wir brauchen. Das ist unendlich. Ja, okay, das macht es ein bisschen einfacher. Wir brauchen aber jetzt. Jetzt müssen wir aber richtig. Wir haben ja Gott sei Dank unsere Wagenwerkstatt. Aber ich glaube, wir brauchen hier auch ein Arbeitercamp. Jetzt überlege ich fast, ob wir das hier nicht wegmachen können, weil letztendlich ist unser Dorf, also das hier, zu den Häusern, ist doch kein Problem mehr, oder? Ja, wir haben ja aber auch noch den Jäger und sowas. Ich glaube, wir lassen dieses Stück hier, glaube ich, einfach noch bestehen. So aus alten Tagen. Und bauen einfach eine andere temporäre Unterkunft dahin. Also folgendes. Ressourcen. Nein, wir wollen nicht Ressourcen abbauen. Wir wollen einen. Was wollen wir denn bauen? Wir wollen Ressourcen. Wir brauchen eine Tongrube. Gelände zu steil. Ich glaube, ich kriege die Krise hier. Jetzt müssen wir das auch noch terraformen.
Er muss auf einer Tongrube. Hier ist eine Tongrube, mein. Ach, warte mal. Tiefes Tonvorkommen. Bedeutet das, wir können dann nur diese anderen Sachen bauen? Tiefe Tonmine. Wenn die Tiefmine auf einem tiefen Tonvorkommen gebaut wird, können aber unbegrenzt Ton. Warte mal. Warte mal, was ist das? Was heißt das hier? Wenn die Tongrube auf einem Tonvorkommen errichtet wird, können Arbeiter hier Ton sammeln. Ach so, und weil das ein tiefes Tonvorkommen ist, wenn die tiefe Tiefmine auf einem tiefen Tonvorkommen gebaut wird, na, wir können das noch gar nicht bauen. Okay. Deswegen sagt er das hier auch. Also mal als Beispiel. Hier sagt er nämlich, Geländezustand muss auf einer Tongrube platziert werden. Ja, und das ist keine Tongrube, das ist eine tiefe Mine. Wenn wir nämlich auf der anderen Seite, hier, bei unseren Freunden der komischen Einwanderer, hier könnten wir es wahrscheinlich sogar bauen. Wir müssen das halt aufdecken. Ich glaube, das ist aber recht gefährlich. Also sag mal, wir könnten hier irgendwie was hinsetzen. In der Hoffnung, dass der überlebt. Und das würde wahrscheinlich sogar funktionieren. Oh, ein Dorfbewohner ist gestorben. Bei was? Ja, okay. Naja, es musste ja dazu kommen, dass irgendwann mal einer drauf geht. Ich weiß gar nicht, ob wir das jemals hätten verhindern können. Naja, die greifen die alle an hier, ne? Also die kommen hier gar nicht hin, das zu erkunden. Das können wir vergessen. Also Ton wird jetzt erstmal ein Problem sein. Das werden wir jetzt so erstmal nicht mehr hinbekommen. Bedeutet aber auch, wir müssten jetzt theoretisch, müsste der Einwohner jetzt geholt werden. Und wir hätten unseren ersten Grabstein auf dem Friedhof. Mal schauen, ob das passiert. Minimap können wir erstmal reinnehmen. Okay, also Ziel ist es, wir werden jetzt erstmal eher Eisen bekommen und Soldaten ausbilden können, damit wir das Plündererlager platt machen und die andere Tonmine anschließen, bevor wir irgendwann hier Stufe 4 mäßig dieses tiefe Tonvorkommen, hier ist auch ein tiefes Sandvorkommen, also eigentlich bester Berg hier, bevor wir das anschließen können. Bedeutet Umkehrschluss, wir brauchen Geld, die Häuser müssen aufgewertet werden. Wir brauchen, genau, die Einwohnerplätze haben wir. Jetzt heißt es 2000 Gold sammeln. 150, wir brauchen 200 Ton. Das heißt, wir müssen uns 200 Ton erhandeln. Und eigentlich dürfen wir dann jetzt keine, und das ist das Schlimme daran, wir dürfen eigentlich keine Dings mehr machen jetzt. Hier, Töpferei, raus. Genau, wir dürfen jetzt keine Tonbahn mehr machen. Ah, Katastrophe. Das ist wirklich eine Katastrophe. Okay. Ja, wir müssen damit erstmal klarkommen jetzt. Also, nahrungstechnisch sehe ich uns relativ gut aufgestellt. Dorfbewohner werden geboren, das ist alles gut. Auf die 150 Einwohner kommen wir schon. Die kriegen jetzt ja auch, die werten jetzt ja ihre Häuser nach und nach auf. Guck mal, die sind jetzt alle schon Stufe 2. Hier fehlt Wasser. Ich weiß gar nicht, wie weit der Brunnen weg ist, aber vielleicht müssen wir gucken, dass wir den... Müssen wir da noch einen Brunnen aufstellen oder kriegen die Wasser? Wenn die Wasser gekriegt haben, kriegen die auch Wasser. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Jetzt baut sich jetzt auch langsam wieder auf. Aber wir machen jetzt zumindest mal keine Miese mehr, was goldtechnisch angeht. Das ist schon mal... Das ist schon mal ein Vorteil. Milch scheint auch sehr beliebt zu sein, ne? Geht halt echt weg. Also, kann man nicht sagen. Getreide haben wir relativ wenig. Ist gerade so ein Nahrungsengpass? Eigentlich kann das gar nicht sein. Gemüse 600. Obst ist ohne Ende da. Fleisch. Naja gut, es geht halt alles weg. Ja. So, ist der... Entschuldigung, ist der tote Dorfbewohner schon auf unserem Friedhof? Da. Ist das nicht das erste Grab hier? Nee. Liegt der noch irgendwo tot rum? Entschuldigung.
Kann man das hier irgendwo auch eingezeichnet bekommen? Nee, nur die blöden Plünderer. Da oben ist auch ein Plündererlager. Ach, da ganz hinten. Okay, das ist aber weit weg. Na gut. Okay. Also, Häuser müssen sich aufwerten. Lass uns doch mal einen Brunnen bauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wassertechnisch könnte es schwierig werden. Und wir haben ja eigentlich genug dafür. Wir können mal gucken, dass wir vielleicht eine gute Stelle finden für den Brunnen. Wir könnten tatsächlich hier hinten eine bauen. Eigentlich ist es doch... Hier gibt es auch einen Wasserbonus von 51%. Das ist im Vergleich zu dem, was wir sonst haben, doch eigentlich relativ entspannt. Vielleicht... Naja, wir können... Naja, weiß nicht, wie dann... Ne, da bauen wir keine Häuser mehr, ne? Vielleicht an die Straße hier. Ich würde es gerne hier machen, damit ein paar mehr Häuser noch davon was haben. Und wir können die Straße hier einfach weiterziehen. So. Mehr Wasser. Aber wir machen jetzt richtig wieder... Wir machen plus... Das ist gut. Wir machen jetzt plus, also Gold. Wir kaufen jetzt erstmal nichts mehr. Die Ziegen vermehren sich von alleine. Weide ist nicht die Priorität, sondern die größte Priorität ist jetzt... Zufriedenheit 93%. Was ist das Problem? Nahrung. Warum sind die besorgt über ihre Nahrungsversorgung? Wir sind doch nahrungstechnisch... Hallo? Ganz gut aufgestellt. Ich meine, klar, es könnte alles besser sein. Ich gebe das durchaus... durchaus zu. Aber... Achso, apropos Nahrung. Wir müssen mal wieder Felder bestellen fürs nächste Jahr, ne? So, was ist jetzt hier? Hier ist Stammfäule. Betrefft Bohnen, Erbsen... Also alles, was wir hier anpflanzen wollen. Ich würde sagen, hier machen wir... Wir sind in unsere Flachsbestände aus. Lass uns mal gucken. Heu sieht gut aus. Flachs, würde ich sagen, reicht auf jeden Fall auch noch ein Jahr. Bedeutet, hier machen wir Weizen. Und lassen wir das einmal noch... die Fruchtbarkeit ein bisschen steigen. Und dann geht hier nochmal Roggen ran los. Ja, da können wir ein bisschen sandigeren Boden machen. Finde ich gut. So, hier hatten wir Weizen. Hier sieht auch noch alles gut aus. Ich würde sagen, das wird unser Bohnen Erbs, hier Dingsfeld. Ja, das müssten wir Ton machen, aber können wir jetzt nicht. Deswegen lassen wir das Ganze. Wir könnten eventuell das hier wegmachen und Karotten machen. Dann sind wir, glaube ich, hier im Bonus. Ja, perfekt. Machen wir das. Bester Acker. Hat auch noch eine gute Fruchtbarkeit. Läuft. So, der sieht... Der braucht, glaube ich... Ah, wir müssen irgendwo Weizen anpflanzen, ne? Wie sieht denn das bei dem hier aus? Den haben wir jetzt ja weggelassen. Der sieht gut aus. Dann wird das hier unser Weizenacker. Und wenn ihr Weizen hatten wir, glaube ich, hier, ne? Okay, dann wird das hier unser anderer Gemüseacker. Der hat sich jetzt gut erholt. Zack, Erbsen. Zack, Bohnen. Genau, die sind nämlich noch komplett im... Dings drin. Und Flachs und Heu lassen wir weg. Und das Feld kann sich, glaube ich, einfach mal regenerieren. Ich würde sagen, einmal machen wir hier Unkraut jäten. Oder machen es andersrum. Erstmal hier Fruchtbarkeit steigern. Zack, zack, Unkraut jäten. So. Sollte passen. Brauche ich eigentlich keine Gedanken, um so Nahrungsvorräte zu machen. Ich sehe das. Ich sehe uns da gut aufgestellt. Klar, das ist jetzt hart. Mit der Anzahl der Dorfbewohner, das ist schon nicht ohne. Das sehe ich ein. Aber von nichts kommt nichts. So, Straße wird gebaut. Straße ist praktisch auch fertig. Brennholz ist tatsächlich auch ein Problem, ne? Wir müssen hier, glaube ich, nochmal eine zweite Person zum Brennholz machen schicken.
Nimmt immer gut ab. Wir haben 78 Ton. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Ach so, der wurde vielleicht wegtransportiert, weil hier niemand arbeitet, ne? Okay, wenn wir 78 Ton haben, dann werden wir diesen Ton erstmal auch nicht ausgeben. Wir brauchen den hierfür. Wir brauchen die... Und wir brauchen 200 Bretter. Okay, das heißt, wir müssen hier beim Sägewerk noch mal reinhauen. Ja, Nahrung ist jetzt wichtig. Wir brauchen jetzt unsere... Jetzt muss wieder richtig abgehen jetzt hier. Milch ist da... warte mal. Obst. Das dürfen wir nie vergessen, ne? Das einmal vergessen. Absolute Vollkatastrophe. Schaut euch mal unsere Pfirsichbäume an, wie cool die aussehen inzwischen. Mega krass. Aber schade, dass die Pfirsichbäume, Entschuldigung, ich bin jetzt kein Botaniker, aber dass die größer sind als die Apfelbäume. Obwohl die baumreif. Ach, guck mal, die sind aber schon komplett reif. Nach so kurzer Zeit. Krass. Apfelbäume dauern ein bisschen. Okay, gut zu wissen. Auch krass. Ist wahrscheinlich dann tatsächlich... Wir kriegen Händlerbesuch. Ist wahrscheinlich tatsächlich dann die Langfristigkeit. So, also wir hoffen mal, dass irgendjemand mal Ton vorbeibringt. Das wäre... Ein Gebäude steht in Flammen. Ja, komm. Einmal bitte hier... löschen. Dein Dorf hat nur wenige Bauernwerker. Hä? Gar nicht. Ich habe 8 Stück. Ich habe 46 Millionen Arbeiter. Beruhigt euch doch mal. Ich habe eher viel zu wenig. Okay, das ist doch schon mal etwas hier. Also der verkauft zumindest mal Kleidung. Ich würde mal jetzt 8 bestellen. Also da müssen wir ein bisschen gucken. 8 Stück können wir verkaufen, mehr nicht. Aber hier, medizinische Kräuter können wir verkaufen. Ich würde mal sagen... 60? Also das wäre so mein Tipp. Ich will nicht zu viel verkaufen, aber das geht auf jeden Fall. Wollen wir irgendwas bei dem kaufen? Ton könnten wir kaufen. Das wäre schon mal ein guter Punkt. Ist zwar teuer, aber wir sollten das mitnehmen. Was wir haben, haben wir auf jeden Fall so, dass wir auf die 200 kommen. Können nochmal den zweiten Händler reinpacken. So, jetzt bring mal ran hier den Kram. Das ist jetzt auch nicht die Masse an Geld, die wir jetzt kriegen, aber hey, guck mal, 29. Ich will noch einen mehr. Oh, 11, warte mal. Ach, das macht es aber gerade irgendwie. So, 60. Dann verkaufen wir es mit die hier. 300 Gold, die nehme ich. So, wie viel Ton kaufen müssen wir jetzt kaufen? 122 Ton brauchen wir. Kostet uns 610 Gold. Ja. Schieben wir nicht ganz hin. 50, mehr geht, mehr 70 geht, glaube ich. Nein, ich kann nicht rechnen. 60, Entschuldigung. Kaufen und lagern. 138 Ton, das ist schon mal gut. Wir kriegen noch mehr. Boah, wir können halt nicht noch mehr verkaufen, leider. Leider ist das die falsche Richtung. So, 11. Abbrechen. Hier, zack. Weg damit. So, 99 Gold nochmal. Bedeutet, dass du nochmal 10... 19 Ton. Wo ist Ton? Da. Und dann sind wir jetzt bei 157. Das ist nicht das, was ich möchte, aber ich glaube, mehr bleibt uns erstmal nicht übrig. Und den Rest packen wir mal in die Stadtkasse. Wir machen jetzt plus 8 Gold. Das geht natürlich auch ein bisschen schneller.
Und Nutztiere werden auch geboren. Das heißt, wir sind jetzt schon bei 4 Ziegen. Klar, die wollen noch mehr Futter jetzt. Aber noch sind wir da, glaube ich, gut dabei, ne? Flachs und Heu ist noch viel da. Das ist gut. Ja, Nahrung ist okay, aber auch nicht überragend, ne? Wir sind noch im Frühling. Aber gut, wir werden das irgendwie schon schaukeln. Also, der Weg ist geebnet. Wir haben zumindest Ziegen jetzt bekommen. Das ist schon mal gut. Wir haben... hoffen, das Tonproblem jetzt erstmal zu kappen, dass wir auf jeden Fall die... Also, wir brauchen noch 10 weitere Einwohner. Ein Haus muss noch aufwerten. Dann schaffen wir es tatsächlich, unser Dorfzentrum auf Stufe 3 aufzubauen. Die Bretter, das Gold müssen wir zusammenbekommen. Aber letztendlich haben wir die Voraussetzungen dafür geschaffen. Wir können Sachen verkaufen. Wir machen jetzt Plus. Das passt alles. Wir müssen jetzt gucken, dass wir mit der Nahrung hinkommen. Allenfalls, ich weiß nicht, ob noch irgendwas geht, aber ich glaube, eigentlich sind wir da, ja, langfristig sehe ich uns da schon gut aufgestellt. Was wir natürlich mal gucken können, ob wir vielleicht hier hinten, hier sieht es halt auch noch gut aus, so mit Sammelgeschichten. Hier sind Pilze noch ganz viel. Also wenn wir hier irgendwann mal in die Richtung gehen, können wir, hier ist auch noch, jetzt ist das auch noch, ja, mit Wölfen. Also, ich gucke mir mal das in der nächsten Folge an. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht nochmal eine Sammlerhütte oder Jägerhütte aufstellen da hinten. Schon mal als Vorbereitung, dass wir vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr Fleisch und ein bisschen mehr Beeren, Obst und sowas bekommen. Die kosten ja auch nicht viel, das sind alle 2 Personen. Das sollte uns vielleicht nochmal ein bisschen helfen, unsere Dorfbewohner durchzubekommen. Die Ziegen geben noch irgendwann Fleisch, die geben Gott sei Dank ja auch schon Milch. Das sieht auch schon ganz nett aus hier auf der Weide. So sieht man sie ein bisschen besser. 3 Stück, 4 Stück müssten es eigentlich bald sein. Das ist nett, das sieht gut aus. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Farthest Frontier wieder. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Mal gucken, ob wir es noch auf Stufe 3 schaffen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.